Bevor wir endlich den Cliffhanger auflösen, würde ich ihn aber vorher trotzdem vielleicht noch mal einfach zum Üben und um sich klarzumachen, wie die Geschichte mit der Abzählbarkeit funktioniert und dass man aus abzählbaren Mengen wieder neue abzählbare Mengen bauen kann, ein, zwei Beispiele zeigen. Da müssen wir jetzt eigentlich keine neue Idee mehr lernen. Wir müssen uns nur noch mal klar machen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Ich nehme mal was, was in einer gewissen Form im vierten Semester in der theoretischen Informatik wieder vorkommt. In der theoretischen Informatik beschäftigt man sich mit sogenannten formalen Sprachen, das sind Zeichenketten. Und Zeichenketten, mit denen man sich da sehr häufig beschäftigt, sind Zeichenketten, die nur aus Nullen und Einsen bestehen. Das sind also solche Dinger, zum Beispiel das hier ist eine Zeichenkette, die aus zwei Nullen und einer Eins besteht. Das hier ist auch eine Zeichenkette, die aus zwei Nullen und einer Eins besteht, aber natürlich eine andere. Ja? Und Sie können sich Zeichenketten vorstellen, die zum Beispiel nur aus Nullen bestehen. Diese hier hat vier Zeichen. Oder das hier, das ist eine Zeichenkette mit sechs Zeichen, die aus drei Einsen und drei Nullen besteht. Naja, und so weiter. Und jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir stellen uns vor, alle Zeichenketten, in denen, sagen wir mal, genau eine 1 vorkommt. Genau eine. Da ist natürlich die 1 drin. Und in dieser Zeichenkette ist natürlich auch drin sowas wie 0, 1 und 1, 0. Und wenn Sie mal genau überlegen, wie viele Zeichenketten, wenn nur Nullen und Einsen als Zeichen erlaubt sind, kann es geben, wo nur eine 1 vorkommt und die die Länge 1 haben, kann es natürlich nur diese eine geben. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Wenn die Länge der Zeichenkette 2 ist, dann gibt es auch nur zwei Möglichkeiten, nämlich diese beiden, ist auch logisch, ne? Jetzt gucke ich mal an, wie viel der Länge 3 es gibt. Da gibt es drei Möglichkeiten, nämlich die hier. Und jetzt mache ich mal Punkt, Punkt, Punkt. Das geht, glaube ich, unendlich weiter. Ich denke, das ist uns allen klar. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte eine Zeichenkette der Länge 100 haben, dann schreiben Sie zum Beispiel einfach 99 Nullen hin, dahinter eine 1. Oder Sie schreiben erst die 1 hin und dahinter 99 Nullen. Oder Sie schreiben 50 Nullen hin und dann eine 1 und dann noch 49 Nullen dahin. Da gibt es also auch sehr viele Möglichkeiten. Jede Zeichenkette für sich ist endlich, aber es gibt unendlich viele Zeichenketten dieser Art. Darum habe ich hier 1 hingeschrieben, da ist immer eine 1 drin. Und wenn ich die so schön sortiere wie hier, dann verstehen wir, glaube ich, auch alle, dass man die in einer bestimmten vorhersehbaren Reihenfolge aufschreiben kann. Mit relativ geringem Aufwand könnte man auch hier ein Computerprogramm schreiben, was die in schön der Reihe nach ausspuckt. Darum kann ich mir hier auch wieder vorstellen, dass ich die alle untereinander aufschreibe und schön der Reihe nach aufzähle. Diese Menge hier ist also auch abzählbar unendlich. A1 ist abzählbar unendlich. So. Und ich habe da 1 rangeschrieben, weil ich jetzt auch eine Menge A2 hinschreiben will. A2 soll die Menge aller Zeichenketten sein, in denen zwei Einsen vorkommen. Das heißt, die kürzeste Zeichenkette, die da drin ist, ist das hier. Andere Zeichenketten der Länge 2 können hier nicht drin sein, weil ja zwei Einsen irgendwie untergebracht werden müssen. Wenn ich aber ein Zeichen mehr erlaube, dann ist es natürlich zum Beispiel möglich, das hier hinzuschreiben. Und dann ist es möglich, das hier hinzuschreiben. Und es ist möglich, das hier hinzuschreiben. Mehr wird aber nicht gehen, weil ich ja die Null nur auf drei verschiedene Plätze schieben kann. So, wenn Sie sich jetzt überlegen, wie kann ich, wenn ich eine Zeichenkette der Länge 4 habe, zwei Einsen unterbringen, dann werden Sie sehen, da gibt es schon eine ganze Ecke mehr Möglichkeiten. Ich fange nur mal an, welche hinzuschreiben. Das hier wäre zum Beispiel eine Zeichenkette der Länge 4 mit zwei Einsen. Ich könnte dann aber auch sowas hier machen und ich könnte auch sowas machen. Und so weiter. Aber natürlich sind das auch, ist das auch nur eine begrenzte Anzahl. Die könnte man sich alle aufschreiben. Und auch hier könnte man sich wieder überlegen, es gibt insgesamt unendlich viele Zeichenketten in dieser Menge drin. Ich kann aber sicherlich die alle schön der Reihe nach alle aufzählen. Das heißt, diese Menge hier ist sicherlich auch abzählbar unendlich. So, und jetzt ist, glaube ich, klar, wie das weitergeht. Jetzt können Sie sagen, ich mache die Menge A3. Das sind alle Zeichenketten, in denen genau drei Einsen vorkommen und so weiter. Das ist auch wieder eine abzählbar unendliche Menge. Und natürlich können Sie auch sich vorstellen, dann weiterzumachen mit der Menge A4 und der Menge A5 und der Menge A6 und so weiter. In der Menge A6 sind also alle Zeichenketten drin aus Nullen und Einsen, in denen genau sechs Einsen vorkommen und, und. Und jetzt könnte man sich ja denken, okay, das sind alles unendliche Mengen. Abzählbar unendliche Mengen. Jede von denen, jede einzelne, A1, A2, A3. Und in jeder sind andere Zeichenketten drin. Ne? Das sind lauter, da kommen immer neue dazu.
Alle Zeichenketten, die hier in A2 sind, sind hier in A1 nicht aufgetaucht. Und alle Zeichenketten, die in A3 sind, sind in den beiden vorher nicht aufgetaucht. Und auch in A4 kommen lauter neue Zeichenketten hinzu, die vorher nicht da waren. Wenn ich jetzt das sind ja selbst wiederum unendlich viele Mengen. Es gibt die Menge A1000 und die Menge A1 Million und so weiter. Wenn ich diese unendlich vielen Mengen, beziehungsweise deren Elemente, alle in einen Topf werfe, unendlich viele Mengen mal unendlich viele Mengen sozusagen, dann müsste ich doch endlich mal eine überabzählbare Menge haben, sollte man sich denken. Aber tatsächlich ist das nicht so. Und der Grund, warum das nicht so ist, ist der, dass man ganz einfach wieder die gleiche Idee nimmt, die Herr Cantor schon hatte. Man schreibt sich wieder eine Tabelle hin und sagt, ich schreibe mal in die erste Zeile alle Elemente aus der Menge A1. Also in der ersten Zeile würde zum Beispiel stehen, erst die 1 und dann kommt die 0,1 und dann kommt die 1,0 und dann kommt die 0,0,1, so wie wir es oben hingeschrieben hatten. Und in der zweiten Zeile schreibe ich alle Elemente aus der Menge A2 hin. Erst die 1,1, dann die 0,1,1 und so weiter. Und in der dritten Zeile schreibe ich alle Elemente aus A3 hin und in der vierten alle Elemente aus A4. Naja, und jetzt sehen Sie schon, wie das Spielchen geht. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann habe ich zwar hier wieder unendlich viele Spalten, weil ja jede von diesen Mengen unendlich ist und ich habe unendlich viele Zeilen, weil es unendlich viele Mengen gibt. Aber ich kann trotzdem wieder schön der Reihe nach all diese Elemente aufzählen. Das heißt, die Gesamtmenge, die da rauskommt, ist immer noch abzählbar unendlich. Das ist immer noch nicht sozusagen mehr geworden. Das ist immer noch die gleiche Stufe Unendlichkeit. Das steht auch im Skript, und zwar ist das Satz 2,7, der dritte Punkt, Römisch 3. Die Vereinigung von abzählbar vielen abzählbaren Mengen ist immer noch abzählbar. Das ist das, was wir hier gemacht haben. Wir haben abzählbar viele Mengen genommen, die waren alle selbst abzählbar, und wenn ich die alle in einen großen Topf schmeiße, immer noch abzählbar. Das wird nicht mehr. Und noch ein weiteres Beispiel. Überlegen Sie sich mal, was in dieser Menge drin ist, Q Kreuz Q. Q Kreuz Q ist ja eine Menge von Paaren. Ne, das war ja eine Menge, in der ich solche Paare habe. Und Q Kreuz Q bedeutet, links steht irgendein Bruch und rechts steht irgendein Bruch. Also ein Element, was hier zum Beispiel drin sein könnte, wäre, links nehme ich ein Halb und rechts nehme ich minus 3/7. Oder ich nehme links die 1, das ist ja auch ein Bruch. Und rechts nehme ich 1 Million. Oder ich nehme links minus ein Hundertstel und rechts ein Hundertstel. Naja, und so weiter. Das sind ja auch ganz schön viele Elemente, die hier drin stehen. Für jeden Bruch kann ich mir vorstellen, ihn sowohl links als auch rechts hinzuschreiben und jede Kombination ist möglich. Ja? Nehmen Sie allein nur alle Paare, bei denen links eine 0 steht und rechts irgendein Bruch, dann haben Sie schon in Häkchen genauso viele Paare da drin, wie es rationale Zahlen gibt. Und dabei haben Sie nur einen ganz winzigen Bruchteil dieser Menge überhaupt angeschnitten. Und jetzt könnte man vielleicht hoffen, wenn man nicht inzwischen schon alle Hoffnung aufgegeben hat, dass vielleicht diese große Menge endlich mal eine Menge ist, die nicht abzählbar ist. Aber auch hier ist es leider so, dass diese Menge immer noch abzählbar ist. Und auch hier kann man genau den gleichen Trick mit der unendlichen Excel-Tabelle wieder nehmen. Und zwar funktioniert der Trick jetzt folgendermaßen. Sie sagen sich, ich weiß ja schon, dass die Menge der rationalen Zahlen abzählbar ist. Das heißt, für die Menge der rationalen Zahlen, das haben wir gerade am Anfang nochmal wiederholt, weiß ich ja schon, dass ich die schön der Reihe nach aufschreiben kann. Sie können also die Menge der rationalen Zahlen hier schön der Reihe nach aufzählen. Das hört nie auf, aber Sie können sie alle der Reihe nach aufschreiben. Und die Menge der rationalen Zahlen können Sie nochmal alle der Reihe nach hier aufschreiben. Das hört auch nie auf. Sie schreiben die gleiche Aufzählung, die Sie hier von links nach rechts aufgeschrieben haben, hier von oben nach unten nochmal hin. Und dann gucken Sie einfach in Ihrer Tabelle nach und gucken immer, wo kommt denn hier mal so ein Kreuz vor, also so eine Kreuzung, wo eine entsprechende Stelle ist. Beispielsweise kommt irgendwann in Ihrer Aufzählung, wir wissen nicht an welcher Stelle, aber irgendwo kommt zum Beispiel hier die Zahl ein Drittel vor und hier kommt in Ihrer Aufzählung irgendwann, wenn Sie lange genug gucken, irgendwann die Zahl minus 42 vor. Das heißt, hier in Ihrer Tabelle steht das Paar ein Drittel minus 42. Und so steht dann in dieser riesengroßen Tabelle,
die sowohl nach rechts als auch nach unten nie aufhört, irgendwann jedes Paar aus dieser Menge drin. Naja, und wenn Sie erstmal so eine Tabelle hinschreiben konnten, dann ist natürlich klar, wie es läuft. Dann fangen Sie wieder an, diese Tabelle schön schräg der Reihe nach abzuzählen. Das heißt, auch diese Menge ist immer noch abzählbar. Und das ist ein weiterer Schlag ins Kontor für die, die die Hoffnung hatten, wir würden irgendwann mal eine Menge finden, die unendlich ist, aber eben nicht abzählbar. Das war der Cliffhanger vom letzten Mal, um die Spannung noch mal ein bisschen weiter hinauszuschieben. Und jetzt werden wir endlich eine Menge sehen, die tatsächlich nicht abzählbar ist.